So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon für die Nintendo Switch. So, wir spielen uns weiter dieses Remake, Remaster, wie man es auch nennen will. Und befinden uns in den Höhlen bei der Route 3 ab zum Mondberg. Müssen mal schauen, dass wir jetzt gleich nicht hier direkt angegriffen, aber eigentlich haben wir hier schon alles durchforstet, glaube ich. Haben wir auch schon hier unten? Ich glaube nicht. Gleich gehen wir jetzt runter. Mal ob wir mehr von Team Rocket finden. Oh, hier ist ein... Oh, ich sehe. Oh, es geht noch eine Etage tiefer. Gucken wir mal. Ein Popball nehmen wir mit. Ein Nugget. Kann man bestimmt gut verkaufen. Ah, ein Zumbat. Okay. Muss man auch irgendwie hinkommen, ne? Warte mal. Noch nicht durch. Okay. Kein super Wurf, aber ein Wurf. Oh. Na, auch nicht so super, aber könnte geklappt haben. Man weiß es nicht. Ja. Perfekt. Klasse, Zumbat wurde gefangen. Perfekt. Du hast Zumbat in deiner Pokémon-Box gelagert. Hab ich. So. Viel mehr ist hier ja auch nicht. Gehen wir nochmal eine Etage höher. Muss er ja irgendwie da hinkommen. Wo es einen anderen Weg gibt. So. Oh, da unten ist auch ein. Bist du auch hier, um die Höhle zu erkunden? Na klar. Jetzt Luchan fordert dich heraus. Komm. Los, Tim, zeig's dem. Dann sollen wir deine Schale knacken, würde ich sagen. Zack. Ach, scheiße, ich penne ja noch. Hab ich ganz clever geregelt. Okay, und wir wechseln hier. Den nehmen wir. Nur Fenster nehmen wir. Schön Rankenschlag. Stimmt, der wurde in den Schlaf versetzt. Da kriegst du den. Zack. Sehr effektiv. Schön, kriegen wir alle Erfahrungspunkte. Ja, ich glaube, mein Logo, kann das sein, dass es da stört auf der Seite? Ich könnte es auf die andere Seite setzen. Aber eigentlich... Ach, Quatsch. Das ist vielleicht ein bisschen nervig da, ne? Fällt mir gerade mal auf, so, wenn ich mal gucke. Soll ich mal versuchen, das rüberzuziehen? Pass mal auf. Jetzt, wenn wir es hier hinpacken. Hier so. Halt die davon. Mache ich jetzt nur für dieses Spiel. Für die anderen Spiele würde ich es nicht machen. Aber hier ist vielleicht ganz nett, oder? Da könnt ihr die Texte auch besser lesen. Tut mir leid, dass mir das jetzt auffällt. Hier nochmal die. Was, ein Kind? Mann, hast du mich vielleicht erschreckt. Oh, du willst auch gegen mich kämpfen? Ach Mist, ich hätte... Ach, schläft ja immer noch. Ich hätte nur Fenster auf 1 setzen sollen. Ja, scheiße, Tim. Müssen wir gleich mal tauschen. So. Da ist nur Fenster. Oh. Oh, da hat er ein bisschen den Angriff erhöht. Ne, Verteidigung, okay. Wir suchen uns mit einem ganz normalen Rankenhieb. Bam. Sehr effektiv. Oh. Ja, soll er auch machen. Solange er nicht angreift, ist es egal. Und dann kriegst du von mir noch ein bisschen Säure. Ich wollte Säure auch mal testen. Weiß nicht, wie wertvoll das bei... Oh. Das ist nicht sehr effektiv. Aber es macht nichts. Für das kleine bisschen hat es gereicht. So, wir gehen alle ein bisschen hoch hier. Also nicht alle, aber ein paar.
Ach, der hat noch einen, okay. Wollen wir auch wechseln? Wir wechseln mal zu... Ne, wir bleiben bei Tomenza, das ist sehr effektiv bei denen, finde ich. Okay. Dann bleiben wir dabei. Komm her. Zack! Sehr viel Volltreffer war es auch noch. Wie viel hat er denn noch da gehabt? Ich habe nicht darauf geachtet. Ich glaube, das war's, ne? Jetzt hast du mich gleich zweimal überrumpelt. Du gewinnst 400. Und drei Pokebälle. Pokebälle. Mann, schon wieder, ne? So. Gucken wir hier oben. Für den Leiter. Wir sammeln erstmal das Ding ein hier. Du findest eine Perle. Was sind alles Sachen, die wir verkaufen können? Also, und hier drüben ist noch einer. Gucken, was er will. Halt! Beutelkontrolle! Hast du auch ausreichend Pockbälle bei dir? Hm, sieht gut aus. Kontrolle bestanden. Falls dir je die Pockbälle ausgehen, komm bei mir vorbei. Achso, hätte ich bei ihnen kaufen können wahrscheinlich, ne? Okay, versuchen wir das Zumbad hier zu fangen. Ah, bleib mal. Vielleicht wird das was? Ich weiß nicht. Sehr gut. Juhu, Kleinstein ist ausgeschieden. Ries. Sag mal, was kann ein Tarnsteine? Falle mit schwebenden Steinen. In den Kampf eingerichtet, zieht ihr neben Schaden. Ah, so, okay. Auch den nehmen wir mit. Und dann. Nein. Den machen wir mit dem hier. Bam. 1, 2 und schwupp. Kleinstein hat Geduld vergessen. Nein, Lanternsteine. So, gehen wir hoch. Ne, runter meine ich, Entschuldigung. Klopf, klopf, klopf. Hört sich mal das Klopf, ne? Finde ich wirklich. Sound ist wirklich scheiße. Was dann geht. Da ist Mauzi. Mauz. Dann hat er so eine Angst vor mir, weil ich der beste Pokémon-Trainer der Welt bin. Oder deswegen laufen die weg. Man weiß es nicht. Da ist noch ein. Ach, guck mal, jetzt können wir hier hin, wo wir gerade eben alles gesehen hatten. Sehr gut. Die Sachen einsammeln hier. Du findest einen Beleber. Oh, super. So, bevor wir das machen, tauschen wir einmal kurz unser Team aus. Oder schieben das ein bisschen. Pass auf, wir machen Nufensa. Bewegen wir. Und zwar dahin. Los geht's. Da sieht einer von Team Rocket. Oh. Wir haben hier was Wichtiges zu erledigen. Mach dich vom Acker, du Winzling. Team Rocket. Okay, Arme hoch, wer die Serie früher gesehen hat. Yippie. Naja. Man muss zugeben, ich habe meinen Gameboy gekauft. 89. Ich glaube, 89 kam er doch raus. Da habe ich meinen Gameboy bekommen. Und ja, das war... Mein erstes Spiel war Tetris und mein zweites Spiel war Super Mario Land. Und ja, und jetzt kommt's. Mein drittes Spiel war Gargoyles Quest. Kann ich jedem nur empfehlen, das zu spielen. Ich wollte das mal hier auf den Kanal packen, weil es einfach ein Highlight-Spiel ist. Es wird viel zu wenig beachtet, das Spiel. Also davon hätte ich mir eine fette Fortsetzung gewünscht. Es gab sowas Ähnliches. Ich glaube, wir haben es mal gemacht, aber es war nicht das gleiche Gefühl. Ich weiß auch nicht. So, Traumato, du bist dran. Du kriegst erstmal fett jetzt einen Rankenhieb von mir. Auf deinen Rüssel. Quatsch! Ohne Hypnose. Ah, gut, hat verfehlt. So, du kriegst du noch einen von mir auf die Nase. Das müsste das erledigt sein für dich. Platsch! Und du hast auch nur einen. Erfahrungspunkte. Boom! Zubat! Rüpel von Team Rocket wurde besiegt. Nicht schlecht für einen Winzling. Du gewinnst Geld. Ich sag, fett ist dämlich. Mit dem Geld da, aber naja, egal. So. Da ist noch ein Ball, den nehmen wir mit. Du hast einen Trank. Ich packe ihn in meine Medizintasche. Kann natürlich kämpfen mit jedem. Den nehmen wir mit hier. Definitiv. Ich kann den fangen. Mal gucken. Ein wildes Pipi erscheint. Oh.
Ob es gut war, weiß ich nicht. Aber hätte noch ein bisschen warten können. Ah, er spricht aus. Nee. Haha. Bibi wurde gefangen. Takskadoha. So. Bäm. Nur wenn es aufgestiegen. Weiß nicht, wenn Tim jetzt aufsteigt, verschwindet denn sein Zustand mit, dass er noch schläft? Ich weiß es gar nicht. Weiß gar nicht, ob ich ganz kurz gucken. Lebt er denn noch? Ja. Warten wir ab, bis er aufsteigt. So, hier ist noch einer von Team Rocket. Beide. Oh, und Mauzi auch. Da, das schwarze Ding da drüben. Das sieht doch aus wie ein Fossil, oder? Bist du beraubt, Mauzi? Hopp, hol das Fossil. Miauz. Können wir nicht reden? Du schaffst das, Mauzi. Na gut, vielleicht holen wir uns das Erste. Ah, dann müssen wir woanders längs. Mein Gott, wo müssen wir ganz längs laufen? Einmal um die Welt. Und zack. Oh, hier ist noch ein Bällchen. Nehmen wir mit. Du findest einen Beleber. Oh, das haben wir richtig viele Beleber langsam. Brauchen wir nicht gut kaufen für teuer Geld. Ach, naja, nach so einem Hufflepuff wollte ich gerade sagen. Ein Pipi. Der ist noch ein bisschen verwandt mit Kirby, oder? Bin ich mir ziemlich sicher. Naja. Also. Was ist denn das? Ich hätte ihn irgendwie erwischt. Okay. Nur kurz überlegen. So. Sups, da haben wir ihn. Klasse, Pipi wurde gefangen. Oh, Tim steigt auch gleich auf. Yes. Jo, haben wir gelagert. Steckt deine Nase nicht in die Angelegenheit von Erwachsenen. Team Rocket. Team Rocket packe ich in mein Pocket. Oh, ich sollte auch ein fettes Diss-Video rausbringen auf YouTube. Schon Rocket und Pocket reimt sich total. Deswegen könnte ich das sehr gut gebrauchen in meinen Lyrics. Ein wildes Zubat. Komm her. Kommt den Schlag! Flatsch! Oh! Überhaupt nicht effektiv. Hab ich gesaugt? Na, auch nicht effektiv. Kann man Säure versuchen? Nicht effektiv. Okay. Eieiei. Volltreffer. Aber wir wickeln ihn einmal ein. Haha. Oh nein, kein Biss. Eieiei. Okay, jetzt müssen wir einmal Säure einsetzen, dann ist er weg vom Fenster. Behaupte ich mal. So, wie geht's damit? Kotze! Er hat auch nur einen. Und los, Tim erreicht Level 16. Ich weiß nicht, ob er jetzt aus dem Schlaf wieder aufgewacht ist. Müssen wir gleich mal gucken. Das wäre ganz cool, dann können wir ihn direkt eintauschen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob das geht. Jetzt bin ich sauer. Du kriegst aber Geld von mir, weil ich sauer bin. So, warte mal. Oder pennt er immer noch? Ah, der schläft dann immer noch, ne? Ärgerlich, ärgerlich. Ah, egal. Lassen Klumpfenser noch da. Können ihm mal so Futter eingeben. So. Und gucken, was hier oben ist. Da steht jemand. Aber wir gucken noch ganz kurz hier unten noch einmal. Ach nee, hier war gar nichts mehr. Entschuldigung. So, Hufflepuff. Da. Halt, stopp, Finger weg. Ich habe diese Fossilien gefunden, also gehören sie auch mir. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wollen wir mal sehen. Okay, er hat zwei
Dinger. Tüftler Miguel fordert dich heraus. Voltubal, okay. Da müssen wir natürlich aufpassen. Obwohl. Er wird wahrscheinlich mit Strom arbeiten, deswegen. Okay, das geht ganz okay. Können wir mal machen. Oh ne, Donnerschock. Naja, wir haut uns nicht so rein. Platsch. So, kommt dem nächsten, was du hast. Ich möchte gern Pokeball. Pok. Miguel, setz das nächste Magnetelo ein. Möchtest du ein Pokémon wechseln? Ne, wir bleiben. Achso. Ne, ich wollte über den bleiben, Entschuldigung. Eieiei. Gucken wir nochmal mit. Natur gegen Technik. Okay, wer ist nicht so aktiv? Ich könnte mal versuchen, die Säure reinzusetzen. Oh, da haut er gerade rein. Aber wir können. Oh, jetzt bin ich paralysiert auch noch. Greift eventuell nicht an. Aber ich hoffe immer, dass es trotzdem tut. Oh, shit. Okay, dann müssen wir mal einen Pock wechseln. Und wir nehmen Pikachu. Einwechseln. Gucken, ob wir gegen Strom das machen können. Ja, das dürfte gegen Pikachu Donner ja nicht so aktiv sein. Aber. Das kriegt erstmal einen Doppelkick von uns. Oh. Sehr effektiv, gut. Jetzt nochmal von mir. Flatsch! Schön Fußabdruck im Gesicht. Bam! So, du Tüftler, jetzt gib mir die scheiß Fossilien und setz es Saures. Du gewinnst 400. Na schön, teilen wir. Es gibt ein Fossil pro Kopf. Aber bloß nicht gierig werden. Was nehmen wir für eins? Wir nehmen das hier. Entschuldigung für das Helix-Fossil? Warte mal, nein. Entschuldigung für das Dom-Fossil? Ja. Du hältst das Dom-Fossil. Du verstaust es in deinem Beutel. Na gut, dann nehme ich das hier. So, gucken, was hier weitergeht. Oh oh. Stehen geblieben! Oh nein, Team Rocket. Dieses Fossil gehört uns, klar. Wie und wann hast du uns überhaupt überholt, hm? Unverschämtheit. Ich bin Jesse. Und ich bin James. Ja, und du bist Mausen. Zusammen sind wir Team Rocket. Und wir werden uns zurückholen, was wir uns rechtmäßig erklauen wollten. Okay, das wird ein bisschen schwierig jetzt, gegen die beiden zu kämpfen. Behaupte ich mal. Wird in der Niederlage enden? Gucken wir mal. Rattern ein. Los! Nur Fenser und Pikachu, okay. So. Rankenhieb. Gegen Smogon. Kampf. Doppelkick. Gegen. Machen wir erst den platt. Los geht's. Oh, Säure ist nicht so schön. Oh, das wirkt überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise. Oh, ein Volltreffer ist aber nicht effektiv. Oh oh. Nein! So, wir hauen da raus. Ja, wir hauen Kleinstein raus. Einwechseln. So. Tarnsteine. Beide. Kampf. Donnerschock gegen ihn hier. Wir müssen als erstes wegkommen, glaube ich. Oh, das war ein bisschen. Besser. Ach, scheiß Wickel. Aber ist nicht so effektiv bei uns.
Kleinschiff wurde von Rettern entwickelt. Oh, jetzt Giftwolke ein. Nein! Wir waren alle vergiftet hier? Kleinstein wurde vergiftet. Pikachu wurde vergiftet. Scheiße. Und die Pokémon auf gegnerische Seiten schweben. Pikachu wird durch Gift verletzt. Das ist natürlich blöd. Oh oh. Wir machen einen Kampf hier, und zwar machen wir den Steinwurf und den hauen wir auf die Giftwolke. Und Pikachu macht seinen Donnerstab auf die Giftwolke. Und los geht's. Ah, mit dieser Säure. So, jetzt geht's los. Okay. Ah. Okay, den kriegen wir gleich platt, glaube ich noch. Hoffe ich zumindest. Ja, ja, ich werde durch Gift verletzt. Ja, du auch. Es wird ein enger Kampf hier, würde ich sagen. Na. Pass mal auf, wir machen hier einen Beutel. Obwohl, wir haben Beleber, ne? Vielleicht machen wir das lieber. Nochmal einen Trank und hauen den... Ne, wir machen keinen Trank. Wir gehen direkt drauf los. So. Ein Igler. Was ist das nochmal? Bewegt Schwächen durch Einrollen und hebt gleichzeitig den Verteidigungswert. Nee. Samtwirbel? Nee. Wir müssen ein bisschen Schaden machen, leider. Also. So, damit kriegen wir ihn jetzt platt erstmal, glaube ich. Kein super Kampf gerade. Das macht nichts. Pikachu. Ach, komm. So. Na. Oh. Schitte, schitte. Ja, dann wird Zubat erstmal dazu. Komm, dann können wir den auch mal werfen. Und Zubat, du klaust mal. Was ist das? Das ist doch gut. Flügelschlag. Auf dich. So. Ach nee. Das war's für ihn noch gleich. So, das war doch ganz gut. Oh oh. Oh, noch nicht ganz tot. Los. Das war's für den auf jeden Fall. Er stellt 67 Erfahrungspunkte. Aber leider sterbe ich. Zack. Kleinschiff wird verletzt, Kleinschiff wird besiegt. Das macht aber nichts. Na, schon macht das was, aber wir können jemanden rausholen. 200 Nufensa wieder. Ach, kann ich nicht. Kann ich gar nicht. Das jetzt machen. Kann ich erst nach dem Kampf wahrscheinlich, ne? Genau. Okay, dann setzen wir mal. Auch nichts ein. Ja, so viele Auswahl haben wir auch nicht mehr. Komm. Und Klammergriff. Das machen wir. Klammergriff. Nein! Nochmal, also. Klammergriff und dann natürlich auf ihn. Macht ja keinen Sinn, jemanden anzugreifen, der nicht da ist. So ein Quatsch. Komm, noch ein Biss nochmal. Los geht's. Also jetzt entwickelt bei mir ein. Die Dreckshaus, wollte ich gerade bei dir machen.
ätzend, ne? Aber ich glaube, wir haben die gleich. Los geht's. Der blöde Wickel, hör mal auf damit. Affe. Hat nicht so viel gebracht. Ein bisschen härtere Sachen auffahren. Okay. Wir müssen das normal machen. Das ist zwar nicht sehr effektiv, aber irgendwie müssen wir es gerade runterbekommen. Aber ich glaube, der Flügelschlag war ganz gut. So, los geht's. Endlich. So ein Scheißkampf, gebe ich zu. Und es war auch nicht wirklich berauschend, aber es lag in meinen Pokémons. Die waren auch nicht so die besten, die ich gerade hatte. Aber wir haben die beide besiegt. Ich glaube es einfach nicht. Ich wurde besiegt von einem Kind. Du gewinnst. Haben wir viel Geld? Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Das war's wohl. Tim schaut genervt aus der Wäsche. Komm, spielen müssen mit ihm. Dafür kriegst du was zu essen hier. Hier, willst du eine Banane haben? Gut. Mal hier unten weiter. Wie geht's? Ah, okay. Erstmal die einsammeln. Guck mal, ob wir aus der Höhle mal rauskommen jetzt, ne? So, gut. Das reicht gut ja für uns. Oder? Ach, scheiß Fledermaus. Ja. So, zielen und Schuss. Boom. Großartig. Ich reicht ja großartig. Einmal und dann nehmen wir den anderen Ball. So. Dann muss er doch mal müde sein davon, immer auszubrechen. Bleib doch in diesem schönen Ball. Danke. Klasse. Oh, aufgelevelt. Gut. Naja. So. Ah, nochmal klopfen. Okay, das war's. Wir haben es geschafft. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Na gut. Aber wenn schon Ball hier ist. Ein Paraheiler. Oh, das ist auch gut. Wir müssen von allen Sachen mal was finden, damit wir irgendwie. Alles mal was dabei haben. Man merkt ja schon, wenn man schläft jetzt, ist natürlich scheiße. 5 Bockbälle. So. Das war's mit der Höhle und Team Rocket. Hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder mit zu. Und bis dahin. Tschüss.